Ich freue mich heute, dass ich den Dr. Robert Eder von der Firma IBT Thermoprozesstechnik ankündigen darf. Wir gehen heute so ein bisschen in die Grundlagen. Es geht um die grundlegenden Prinzipien der Wärmeübertragung, Konvektion, Strahlung, Wärmeleitung und natürlich die technische Anwendbarkeit, insbesondere auf das Thema Composites und speziell auch heute ein bisschen tiefer auf das Thema Thermoplast. Fertigung wird der Dr. Eder eingehen. Ich freue mich, dass wir ihn gewinnen konnten. Er wird gleich noch ein bisschen was selbst zu sich sagen, wo er sitzt vielleicht, wo man ihn finden kann und am Ende natürlich auch, wo man ja, seine Produkte, seine Leistungen kaufen kann. Ja, Robert, die Bühne ist dir, wie man so schön sagt. Bitte schön. Ja, Thomas, vielen Dank für die einleitenden Worte. Der Name ist jetzt schon bekannt. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter der Freiberg. Freiberg liegt irgendwo zwischen Chemnitz und Dresden. Und wir sind Sondermaschinenbau für wärmetechnische Anlagen. Ich habe jetzt die Ehre, heute zum ersten Webinar Wednesday das Thema Wärmeleitung, Konvektion oder Wärmestrahlung vorzustellen. Viele Wege führen zum Thermoplast, ein Stück weit plakativ, weil auch wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben haben, ein Stück weit die Welt zu retten, indem wir den Leichtbau unterstützen und damit zur Reduktion der CO2-Emissionen beitragen. Hier eine kleine Übersicht. Sehen wir einerseits Technologiefelder, Materialien und Fertigungsverfahren. Wo kommt Wärmetechnik zum Einsatz? Das ist einerseits das Pressen, Umformen, additive Fertigung und das Spritzgießen, erstmal so ganz schnell. Und die Materialien, um die es sich heute drehen soll, im Großen und Ganzen die Kunststoffe, dann weiter vertieft natürlich um Thermoplaste hauptsächlich und dann eben um Thermoplaste, die verstärkt sind mit Glasaramid oder Carbon. Der Thermoplast, sagt der Name schon, braucht Wärme. Bei welchen Prozessschritten ist das der Fall? Einerseits brauchen wir Wärme bei der Herstellung der thermoplastischen Folien, dann bei der Herstellung der UD-Tapes. Irgendwann wird dann auch mal ein Organoblech draus mittels Schmelzimprägnierung oder Pulverimprägnierung. Aus Organoblechs können dann auch Tailored Blanks hergestellt werden. Auch da braucht es zur Konsolidierung Wärme und bei der BMC bzw. SMC-Herstellung ohnehin. Letzten Endes, wenn es dann das Halbzeug gibt, muss das auch nochmal auf Umformtemperatur erwärmt werden, um dann das Bauteil daraus formen zu können. Wie bekommen wir jetzt die Wärme in den Thermoplast? Das könnte man mit einem Heißluftofen oder Umluftofen bzw. plakativ Heißluftföhn mittels Konvektion tun. Die zweite Möglichkeit wäre Wärmestrahlung. Das ist also das, was Sie wahrscheinlich als Infrarot- oder Infrarotöfen kennen. Dann haben wir noch Wärmeleitung, das heißt Wärmeübertragung mittels Kontakt mit einer beispielsweise beheizten Form oder einem temperierten Werkzeug. Und dann haben wir noch zwei Kategorien, die ein Stück weit eine Sonderstellung haben, weil sie im Grunde genommen nicht zum Einsatz kommen. Ich werde trotzdem kurz ein paar Worte darüber verlieren. Das ist ultraviolette Strahlung und die Mikrowelle. Wenn wir uns jetzt mal den Produktlebenszyklus angucken und die thermischen Prozesse dahinter, dann starten wir mal mit einer Carbonfaser. Aus einer PAN-Phase wird also mittels Wärme Eintrag in zwei Schritten eine Carbonfaser hergestellt. Wenn dann die Carbonfaser als Halbzeug vorliegt, braucht es wieder Wärme im nächsten Schritt, um Organobleche, GMTs, SMTs, was auch immer herzustellen. Dann haben wir erstmal das fertige Halbzeug, was dann entsprechend umgeformt wird oder mittels AFP oder Tape-Legen zu einem Bauteil führt. Auch da braucht es entsprechend Umformtemperatur, dafür muss es erwärmt werden, oder entsprechend Wärme, um einen Tailored Blank zu konsolidieren. Und letzten Endes, der letzte Schritt im Produktlebenszyklus, das Recycling, da geht es dann im Grunde genommen um das Abbrennen der Schichte, beispielsweise bei trockenen Schindresten. Sehen wir hier unten ein kleines Diagramm, da haben wir bei verschiedenen Temperaturen und Verweilzeiten Schichte abgebrannt
und konnten da sehr gute Ergebnisse erzielen, weil die mechanischen Eigenschaften weitestgehend erhalten bleiben. Der zweite Part vom Recycling, der dreht sich dann im Grunde genommen ums Pyrolysieren und Schichtabbrennen der Matrix, um die Fasern zurückzugewinnen. Was haben wir jetzt bei diesen vier Zyklen für Möglichkeiten, Wärme einzubringen? Jetzt gehen wir im Detail mal wie im Schulbuch vor und schauen uns mal an, was haben wir für Wärmeübertragungsmechanismen zur Verfügung. Als allererstes Wärmeleitung. Das heißt, in einem Körper herrscht eine Temperaturdifferenz und aufgrund dieser Temperaturdifferenz kommt ein Wärmestrom zustande. Also das Ausgleichen der Temperaturdifferenz. Die treibende Kraft für diesen Wärmestrom ist dann im Grunde genommen die Temperaturdifferenz. Je höher die Temperaturdifferenz ist, so höher dann sich ergebende Wärmestrom. Als zweites haben wir Wärmeübertragung mittels Konvektion. Das ist also das, was im Heißluftofen zur Anwendung kommt oder im Umluftofen. Konvektionsofen wird auch manchmal genannt. Also dort, wo unten die Gleichung steht, Q-Punkt Wärmestromdichte ist also das Produkt aus Temperaturdifferenz zwischen Fluid, das ist also die überströmende Luft, und der Wandtemperatur multipliziert mit dem Wärmeübertragungs Koeffizient Alpha, der ist wiederum ergibt sich aus der Art der Strömung, bei einer turbulenten Strömung entsprechend höher. Wenn also da sehr viel Luft mit sehr hoher Geschwindigkeit umgewälzt wird, haben wir einen guten Wärmeübergang, und wenn wir dort stehende Luft haben, also freie Konvektion, entsprechend geringen Wärmeübergangsmechanismus. Der dritte Wärmeübergangsmechanismus ist die Wärmestrahlung, um die sollte ich dann auch hier im Vortrag weiter drehen, das werden wir dann ein Stück weit vertiefen. Das ist also die Strahlung, die Wärmestrahlung sind elektromagnetische Wellen im Grunde genommen, die von Oberflächen ausgesendet werden, die eine Temperatur über 0 Kelvin haben, also eine positive thermodynamische Temperatur. Der Wärmestrom, der sich da ergibt, ist im Grunde genommen Produkt aus Epsilon, das ist der Emissionsgrad, das ist also eine Oberflächeneigenschaft der Fläche, und dann wieder die Temperaturdifferenz. Besonderheit hier ist, dass die Temperatur mit der vierten Potenz eingeht. Da sieht man also, wenn man jetzt die beiden Gleichungen einfach mal vergleicht, dass dort ein deutlich größerer Hebel möglich ist, weil eben die Temperatur mit der vierten Potenz eingeht. Können dort deutlich höhere Wärmeübertragungen generiert werden. Nachfolgend werden wir jetzt diese drei Wärmeübertragungsmechanismen im Detail am Beispiel der Organoblecherwärmung mal näher beleuchten. Das heißt hier die Wärmeleitung, Erwärmung eines steifen Organoblechs in einer temperierten Form oder in einem temperierten Werkzeug. Oben links sehen wir also eine heiße, temperierte Form. Da ist die Wärmeleitung sekundär. Hauptsächlich haben wir dann dort Konvektion, aufsteigende Luft, warme Luft aus dem Werkzeug und Strahlung. Das Werkzeug strahlt also. Dann irgendwann wird das Organoblech spiegelschlaff, legt sich an die Form an. Dann ist dort dominierend dann der Wärmeübergangsmechanismus Wärmeleitung. Das dauert recht lang. Dann kann es zur Umformung kommen. Das wäre dann Schritt 3. Wenn es dann umgeformt ist, das Bauteil, muss die Form leider abgekühlt werden, damit das Bauteil eben entnommen werden kann und seine Kontur behält. Vorteile, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein metallisches Blechbauteil substituiert werden soll im Sinne von Leichtbau durch ein Organoblech. Vorteil ist, die vorhandene Anlagentechnik kann weiter genutzt werden. Nachteil, aufgrund der langsamen Erwärmung und der benötigten Abkühlung haben wir sehr hohe Taktzeiten, und das Ganze ist vergleichsweise energieintensiv aufgrund der Tatsache, dass die Form immer wieder erwärmt und abgekühlt werden muss. Die zweite Sache wäre dann die Konvektion, das heißt Umluft- bzw. Konvektionsofen. Da können sehr gute Temperaturhomogenitäten
beim Organ wirklich erreicht werden, weil wir im Grunde genommen mit einer konstanten Temperatur der umgebenden Luft im Ofen das Organ wirklich erwärmen. Das heißt, es ist eine schonende, langsame Erwärmung. Haben wir mal in dem Diagramm dargestellt, Temperatur über Zeit, oben rot konstant im Ofen dann die Lufttemperatur und blau die Bauteiltemperatur. Am Anfang haben wir sehr hohe Temperaturdifferenzen, was zu einem schnellen Anstieg der Temperatur, einem hohen Gradienten führt. Wenn dann später, weiter hinten hier, die Temperaturdifferenzen geringer werden, dann ist im Grunde genommen der Wärmestrom auch geringer und die Erwärmung ist entsprechend verlangsamt. Aufgrund dieser langen Verweilzeiten kann es unter Umständen je nach Matrixsystem zur Degradation der Matrix kommen. Und weil im Grunde genommen die Temperatur im Ofen immer konstant ist, ist es nicht möglich, dort gesteuerte Heizfelder einzustellen. Das heißt, eine Erwärmung eines bestimmten Bereichs oder Überhitzung, gezielte Überhitzung vom Rand, ist nicht möglich. Es gibt einen Ausweg, um diese langen Taktzeiten im Grunde genommen zu kompensieren. Das sind dann im Grunde genommen Paternoster oder Stapellösungen als Ofen. Das heißt, sind dann immer mehrere Bauteile in einem Ofen platziert. Dann kommt man zu kurzen Taktzeiten, aber entsprechend ist der Platzbedarf und die Investkosten sind entsprechend hoch. Zu unserem Steckenpferd, die Wärmestrahlung. Im Großen und Ganzen sehen da oben das komplette Band der Wärmestrahlung oder der Strahlung. Wir starten mal in der Mitte, das sichtbare Licht. Also das, was wir mit dem optischen Auge, mit dem menschlichen Auge optisch wahrnehmen können. Links davon, also an Blau und Violett, schließt sich Ultraviolett an und dann Röntgenstrahlung. Ultraviolette Strahlung hat einen sehr, sehr hohen Energiegehalt, kommt deshalb technisch bei der Erwärmung noch einmal nicht zur Anwendung. Dann rechts vom sichtbaren Licht, jenseits von dem, was wir als Rot wahrnehmen, kommt Infrarot. Dahinter dann die Mikrowelle und letztlich UKW. Die Mikrowelle könnte im Grunde genommen technisch gesehen zur Anwendung kommen für die Erwärmung von Organoblechen. Nur leider braucht es eine Abschottung zur Umgebung, was die Anlagentechnik vergleichsweise teuer und groß macht, so dass es nicht zur Anwendung kommt. Unten das Diagramm, das ist das Planck'sche Strahlungsspektrum. Wir sehen dort also über der Wellenlänge aufgetragen die spektrale spezifische Ausstrahlung und die spektrale Strahldichte für Körper verschiedener Temperatur. Wir sehen also ganz rechts unten einen Körper mit einer Temperatur von 100 Kelvin, auch der sendet Strahlung aus, nur in einem sehr geringen Maß. Zu beachten, die Skalen sind entsprechend logarithmisch aufgetragen. Auch ein Körper mit einer Temperatur von 300 Kelvin, das ist also ein Stück weit unterhalb unserer Hauttemperatur, Hautoberfläche, sendet Strahlung aus, ist dann aber im Wellenlängenbereich ab 2,5 Mikrometer Wellenlänge unterwegs. Das heißt, wir können es optisch nicht wahrnehmen, dass unsere Haut strahlt. Was man dann so als allererstes wahrnimmt, als Strahlung und optisch auch sehen kann, das sind im Grunde genommen Oberflächen ab so 1000 Kelvin. Wir sehen dort die Kurve, die schneidet dort den optischen Bereich und wir würden das dann als rot glühenden Körper wahrnehmen. Je heißer dann eine Oberfläche wird, dort in Gelb 5777 Kelvin eingetragen, das ist die Temperatur der Sonne, die nehmen wir also dann wahr als gleißend. Weiß oder gelb leuchtend. Man kann jetzt hier noch in dem Diagramm sehen, je höher die Temperatur eines Körpers wird, desto mehr verschiebt sich das Maximum der Emissivität Richtung kürzere Wellenlänge. Diesen Zusammenhang beschreibt das Wiensche Verschiebungsgesetz. Das heißt, je heißer ein Körper strahlt, desto kürzer ist, ist die Wellenlänge des Maximums. Hier nochmal die Gleichung zur Berechnung des Wärmestroms. Wir sehen dort nochmal neben Fläche Emissionsgrad. Emissionsgrad ist also eine Stoffeigenschaft.
der Fläche der Stefan-Boltzmann konstant ist, eine Konstante, da können wir nichts dran drehen, haben wir dort die Temperaturen, die mit der vierten Potenz eingehen. Das ist im Grunde genommen das, was uns bei der Wärmestrahlung sehr gut hilft, weil wir dort entsprechend hohe Wärmeströme generieren können. Alle drei Wärmeübertragungsmechanismen jetzt nochmal zusammengefasst in einem beispielhaften Diagramm für eine Erwärmung einer pH6-Matrix. In Gelb, das ist die Infraroterwärmung, da reden wir irgendwo von Erwärmung in der Größenordnung 60 bis 180 Sekunden. Das heißt, eine Taktzeit inklusive Abkühlung, die schaltet den Strahler aus, verbringt das Bauteil in eine Form und dann kühlt es in der Form ab. Können wir dort Taktzeiten erreichen in der Größenordnung unter 4 Minuten auf jeden Fall. Dann als nächstes haben wir den Konvektionsofen. Wir sind am Anfang. Haben wir im Konvektionsofen einen vergleichsweise steilen Gradienten aufgrund der hohen Temperaturdifferenz. Je geringer die Temperaturdifferenz wird, umso länger dauert dann die Erwärmung auf Zieltemperatur. Abkühlung ist in einer vergleichsweise kalten Form dann ähnlich schnell wie oder identisch zur Erwärmung mittels Infrarot. Dann haben wir noch als letztes diese dunkelbraune Kurve, die Beheizung, die Erwärmung eines Organoblechs in einer beheizten Form. Am Anfang dauert es, wie gesagt, schon sehr lang. Irgendwann haben wir dann Kontaktwärmeübergang, weil das Bauteil wie geschafft wird, dann geht es sehr schnell. Wenn dann umgeformt ist, dauert es wiederum dann aber sehr lang, weil die Form abgekühlt werden muss. Wir können also jetzt hier diesen Diagramm entnehmen, das höchste Automatisierungspotenzial aufgrund der kurzen Taktzeiten hat dort die Erwärmung mittels Wärmestrahlung, im speziellen Infrarotstrahlung. Die schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an, die Infrarotstrahlung. Sehen wir hier in dem Diagramm ist aufgetragen Emissionskoeffizient bzw. spektrale Strahlendichte, die spektrale Strahldichte, die dünnen Kurven, Emissionskoeffizient, die dicken Kurven über der Wellenlänge für verschiedene typische am Markt verfügbare Infrarotstrahler. Das sind einerseits kurzwellige Strahler, schnelle mittelwellige Infrarotstrahler und mittelwellige Infrarotstrahler. Das ist im Grunde genommen auch die Staffelung der Temperatur. Kurzwellige Strahler mit einer sehr hohen Strahlertemperatur und dann die mittelwelligen mit der niedrigsten Strahlertemperatur. Und man sieht jetzt bei den dünnen dargestellten Kurven, je kälter der Infrarotstrahler wird, desto mehr verschiebt sich das Maximum der Emission Richtung höhere Wellenlängen. Und der Emissionskoeffizient verschiebt sich auch Richtung höhere Wellenlängen. Das ist also jetzt der Part, wenn Wärmestrahlung ausgesendet wird, emittiert wird vom Strahler, dazu oder in dem Kontext muss man dann auch sehen, die Absorption der verschiedenen Materialien. Hier sind wir aufgetragen, Absorptionsgrad über Wellenlänge für vier verschiedene Materialien: Wasser, PP, Acryl, Epoxy. Man sieht hier, alle Materialien haben im Wellenlängenbereich 3 Mikrometer ein Absorptionsmaximum und dann eine erste harmonische Schwingung um 6 Mikrometer Wellenlänge. Das heißt, wenn ich diese Materialien effizient erwärmen möchte mittels Wärmestrahlung, dann sollte ich einen Strahler wählen, der auch in diesem Wellenlängenbereich möglichst viel Strahlung emittiert. Anschauliches Beispiel, Erwärmung von Wasser. Wasser kann ich also ganz schlecht erwärmen im optischen Wellenlängenbereich, weil Wasser im optischen Wellenlängenbereich transparent ist und im Grunde genommen dann nicht erwärmt werden kann. Für Wasser wäre also gut geeignet ein Strahler der schnellen Mittelwelle, der hier im Diagramm rot dargestellt ist, weil die Emission dieses Strahlers gut zur Absorption des Materials passt. Wir sehen jetzt hier nochmal die Das war zu schnell. So, jetzt, wir sehen jetzt hier nochmal die Absorptionsmaxima verschiedener Molekülgruppen. Einmal kurz über 3 Mikrometer Wellenlänge und einmal um 6 Mikrometer Wellenlänge. Um diese Molekülgruppen effizient zu erwärmen,
sollte man also einen Strahler wählen, der entsprechend dort auch viel Energie emittiert. Jetzt ist das mit der Wärme mittels Infrarot auch mit Problemen behaftet. Ich will jetzt hier ganz offen damit umgehen. Das heißt, es sind Chancen. Wir haben die Möglichkeit, schnell zu erwärmen. Es gibt aber auch Risiken. Das heißt, bei dieser schnellen Erwärmung, hier Punkt 1, beispielhaft die Erwärmung eines 4,8 mm Organoblechs, haben wir Temperaturen gemessen auf der Oberseite und im Kern. Wir sind also sehr schnell auf Solltemperatur auf der Oberseite. Aber im Material an sich muss dann Wärmeleitung wirken. Das heißt, es dauert ein Stück, bis dann die Kerntemperatur nachkommt und es muss entsprechend dann die Temperatur ein Stück weit auf der Oberfläche gehalten werden, damit die Wärmeleitung wirken kann. Steht dort also die Gefahr der Überhitzung, wenn die Regelung nicht vernünftig funktioniert. Der zweite Punkt ist die Gefahr lokaler Überhitzung oder Streifenbildung. Wenn der Abstand von linienförmigen Strahlern zum Produkt falsch gewählt wird, wir sehen jetzt hier einerseits die Ausstrahlung eines linienförmigen Emitters direkt aufs Produkt, das ist die linke Darstellung, die wird überlagert mit der Strahlung, die vom Reflektor zurückgeworfen wird. Wenn man das Ganze dann zusammenbringt und zu mehrere Strahlern miteinander vereint, zu einem Strahlerfeld, kann man ja eindeutig sehen, dass es also Positionen gibt, hier rot dargestellt, in denen es hohe Wärmestromdichten gibt, also lokale Überhitzung bzw. Streifenbildung. Wenn der Abstand falsch gewählt ist, wenn der Abstand richtig gewählt ist, hier in grün, dann kommt es zu einer schönen homogenen Erwärmung. Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass das Erwärmungsverhalten und Abkühlverhalten von dicken bzw. dünnen Organoblechen unterschiedlich ist. Das heißt, ich muss ein dickes Organoblech, kann ich auf der Oberfläche genauso schnell erwärmen, das war Punkt 1, muss dann aber eine gewisse Zeit Temperatur halten für den Durchwärmeffekt. Und zu berücksichtigen ist, dass ein dünnes Organoblech beim Transport aus dem Ofen bis in die Umformpresse beispielsweise dann auch wieder Temperatur verliert und wir ja letztendlich eigentlich die richtige Umformtemperatur zum Zeitpunkt der Umformung brauchen. Das heißt, es braucht im Grunde genommen eine zweckmäßige Erwärmungskurve. Wir sehen hier eine Erwärmungskurve mit einem Krelus-Strahlerfeld, rot dargestellt die Oberflächentemperatur, blau die Kerntemperatur. Wir haben dann da ab Zeitpunkt 15 Sekunden haltender Temperatur, damit die Kerntemperatur nachkommt. Und für dünne, besonders dünne Organoblechen wäre es dann noch zweckmäßig, einen Temperatur-Peak dann nochmal zu setzen und das ein Stück weit drüber zu erwärmen, um dann die richtige Umformtemperatur im Werkzeug zu haben. Als nächstes betrachten wir mal ein Tailored Blank. Das heißt, ein Bauteil, was lastfahrtgerecht mit lokalen Verstärkungen aufgebaut ist. Also Materialanhäufungen hier links dargestellt und wir haben Bereiche mit geringer Materialanhäufung rechts. Wenn wir da also jetzt mit konstanter Wärmestromdichte draufgehen und konstanter Beheizung draufgehen, dann wird es Bereiche geben, die sind unzureichend erwärmt aufgrund dieser Materialanhäufung, weil eigentlich ein höherer Energieeintrag nötig wäre und es wird Bereiche geben, die eine geringe thermische Masse haben und dadurch kann es in den Bereichen zu einer lokalen Überhitzung führen, was dann wiederum zu Degradation oder Delaminierung führen kann. Unser Lösungsansatz ist die sogenannte Tailored Heating Technology. Das heißt, wir starten hier schemenhaft dargestellt mit dem gleichen Tailored Blank, nutzen dann aber über ein Pixel-Matrix-Heizfeld einen gesteuerten Energieeintrag. Das heißt, es gibt Bereiche mit einem hohen Energieeintrag, wo der Strahler sehr viel Energie emittiert. Es gibt Bereiche mit einem geringen Energieeintrag. Und dadurch können wir erreichen, dass es trotz Materialanhäufung und dünner Bereiche zu einer homogenen Erwärmung kommt. Wir können dadurch Hotspots und Coldspots vermeiden. Zur Tailored Heating Technology gehört auch,
dass wir als Sondermaschinenbauer den richtigen Strahler für den Prozess oder fürs Produkt einsetzen. Das heißt, wir setzen alle am Markt verfügbaren Strahler ein, vom kurzwelligen Strahler mit einer sehr hohen Leistungsdichte bis 200 Kilowatt pro Quadratmeter bis hin zum mittel- bis langwelligen Strahler, der nur eine Leistungsdichte von 60 Kilowatt pro Quadratmeter hat. Und dann geht es im Grunde genommen darum, den richtigen Strahler für den Prozess einzusetzen hinsichtlich Reaktionsgeschwindigkeit und passender Wellenlänge fürs Produkt. Zur Tailored Heating Technology gehört auch, dass wir dann entsprechend Strahler anbieten können, die auch mit Carbon eingesetzt werden können. Bei der Verarbeitung von trockenen Fasern entstehen Carbonstäube, das ist bekannt. Da können Kurzschlüsse entstehen. Da sind auch die Heizsysteme davon betroffen. Das heißt, es braucht im Grunde genommen eine Lösung. Und die können wir hier präsentieren. Es braucht gekapselte Infrarotsysteme und entsprechend auch eine Berücksichtigung beim Bau der Messstörung und Regelungstechnik der Schaltschränke, um eine Schutzklasse IP6X gewährleisten zu können. Der Strahler, den wir hier in der Mitte sehen, das ist ein Carbonstrahler. Er hat also ein einseitig geschlossenes Quarzglasrohr und auf der anderen Seite ist er mit einer Dichtung abgedichtet und ist damit in der Schutzklasse IP6X verfügbar. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit mit den Strahlern beschäftigt. Es sind nicht nur die Strahler zur richtigen Erwärmung gehört auch, dass die passende Anlagentechnik zum Einsatz kommt. Wir sehen hier mal eine Auswahl an verfügbaren Durchlauföfen. Nummer 1, das ist ein kleiner Laborofen im Durchlauf von Organoblech hergestellt oder konsolidiert wird. Dann haben wir mittlere Größen mit einer Heizsäule von 140 kW und einer beheizten Fläche von 9 Quadratmeter und dann unten eine sehr große Anlage mit einem Drahtgliedergurt, Beheizung von oben und unten, zwei Taktplätze mit jeweils 5 Quadratmeter Fläche und einer Heizleistung von 320 kW. Dieser Drahtgliedergurt fördert sozusagen das Produkt durch den Ofen und legt dann dort blau dargestellt das Produkt auch gleich in einer Presse ab. Damit kann man im Grunde genommen sehr, sehr hohe Taktzeiten generieren. Wenn es kein Durchlaufofen sein soll, sondern ein Chargenofen, dann haben wir die Möglichkeit hier, die Nummer 1 sind zwei Öfen, die platzsparend zwei Erwärmungsschubladen übereinander angeordnet haben. Das heißt, es ist eine händische Beschickung der Chargenöfen und dann ein händisches Einlegen in eine Umformpresse. Die Nummer 2, da sehen wir ein Ofen, der im Grunde genommen da nach vorne hin offen ist. Das heißt, ein Roboter-Handling-System kann einen Rahmen, in den ein Organoblech aufgespannt ist, dort einlegen und dann entsprechend wechselseitig beschicken und in die Umformpresse ablegen wiederum. Nummer 3, das ist ein Ofen mit Shuttle-System. Da haben wir drei Positionen. Einmal die Position im Ofen, Position 2, dann die nächste, wo die Organoblech aufgelegt werden, Position 3, wo dieses Shuttle im Grunde genommen direkt in die Umformpresse einfährt. Und dann die Variante Nummer 4, ein Schubladenofen, bei dem die Schublade automatisch auffährt. Das Organoblech ist auf ein Draht aufgelegt, dann fährt von unten ein Support nach oben, damit entsprechendes Roboter-Handling-System mittels Nadelgreifer die Organoblech entnehmen kann. Dann haben wir noch, um den Produktlebenszyklus abzuschließen und noch kurz über das Recycling zu sprechen, Lösungen für Hochtemperatur-Anwendungen, Pyrolysieren und Abbrennen. Das Ganze unter verschiedenen Atmosphären bei Temperaturen, also die Öfen bieten die Möglichkeit, bis zu 2200 bzw. 2800 Grad beheizt zu werden. Da bin ich mit meinem Webinar schon am Ende. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich ganz zur Verfügung.